Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn der Woche mit Fabian Unterdecker und seiner Freitagsrunde. Heute veröffentlicht das Wirtschaftsmagazin Bilanz wieder seine alljährliche Liste von den 300 Reichsten. Nein, gehöre ich auch zu den reichsten Leuten der Schweiz. Ah ja, das freut mich zu hören, Stefan Eicher, ja. Weil es ja doch ein schwieriges Jahr für Musiker. Ja, ich rede nicht von Geld, Tina, weil ich keinen Auftritt hatte, habe ich Zeit gehabt, im Wald spazieren, am Moos zu schnuppern, den Biber zu beobachten, wie ein Süßholz zuckelt, und barfuss durch die Moorlandschaft schlendert. Und ich bin am Ende des Jahres noch nie so reich gewesen. Ein neuer Eindruck. Das ist jetzt aber schön. Also, Sie sind in dem Fall nicht auf der Liste von der Bilanz. Nein, ich bin Balance, nicht ihr Bilanz. Statt Köln zu haben, würde ich lieber über sie drüber laufen. Gut, das sehe ich genau gleich wie Stefan. Geld ist nicht alles auf der Welt. Das Einzige, was zählt, ist Gold. Aha. Gold, Gold ist aber eigentlich ja auch... Ja, Olympiagold, muss ich sagen. Im Bobfahren, Sapporo, 1972. Da muss ich im alten Röcker, wie im Dörer und Sonneur, das muss ich mir nicht erzählen. Das ist klar, mit Krokus habe ich ja Gold geholt, auf der ganzen Welt. Aber wenn ich was hole, ich schiesse auf Bilanz. Ich bin im Rolling Stone gekommen und im Bravo. Darum muss ich, brauche keine Erwähnung in dem Prokuristen bleiben. Ich verstehe. Gut, aber hallo, Entschuldigung. Die Liste ist sehr geil, wie wir bei uns sagen. Als Finanzminister gebe ich die Ausgabe von der Bilanz immer gerade sofort weiter als Steueramt. Die kontrollieren dann, ob auch alle 300 wirklich brav und pünktlich ihre Steuern gezahlt haben. Aha, ja. Super. Ja, gehen Sie dann bei der Zahlungsmoral auch mit gutem Beispiel voraus, Herr Maurer? Ja, gut, da halte ich es wie meinem Kollegen Alain Merse. Privatsphäre ist etwas Wichtiges. Auch für Bundesräte. Zum Glück ist Freitag. Zum Glück ist Freitag. Der ganz normal Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterdecker und seiner Freitagsrunde. Nächstes Jahr stellt die SVP sowohl Präsidenten von National- und Ständerat als auch den Bundespräsidenten Guy Parmelin. Und damit sind die drei höchsten Ämter von unserem Land alle in der Hand von der gleichen Partei. Oh, das stimmt. Die vier höchsten Ämter, Frau Nägeli, die vier, als Chefredaktion von der wichtigsten Zeitung. Wichtigste. Aha, Sie meinen die Weltwoche, Herr Köppel? Ja, logisch. Immerhin sind es ja wir gewesen, die publik gemacht haben, dass der Bundesrat Alain Berset erpressbar ist. Herr Berset, sagen Sie uns doch jetzt mal bitte, was auf diesen Fotos drauf ist, wo die Frau von Ihnen haben. Gut, ist gar nicht gerne zeigen auf meinem Handy. Moment. Gut, ich sehe nichts. Warten Sie. Ich komme ein bisschen näher. Gut, stopp. Anderthalb Meter Abstand. Bitte weisen Sie fern. Ja, das geht doch nicht. Das ist Beweismittel unter Vorwand von Corona. Bisso gut, ich könnte das nachher miteinander auskehren, ihr beide. Aha. Auch zur versuchten Erpressung vom Alain Berset, Herr Glättli? Nein, zur versuchten Erpressung der Schweiz im Schicksalsjahr mit der EU kann es nicht angehen, dass die drei höchsten Ämter im Land von ein und derselben Partei besetzt werden. Wir Grünen lancieren für die SVP-Politiker in hohen Ämtern eine Begrenzungsinitiative. Mhm. Aber Grenzen hat offenbar auch die Lust von der Bevölkerung, sich auf Corona testen zu lassen. Ja, Schatz, haben wir ja, wie gesagt, ja, ich bin noch mal der Basti, ja. Wie gesagt, ja, ich mache das auch nicht mit, oder? Ja, ist ja total gestört, oder? Sich so etwas durch die Nase durchzulassen, wenn man nachher gleich nicht spürt. Ja, nein, das macht überhaupt ja, aber es wäre... mich ja. Verstehst. Also, nein, aber es wäre gleich wichtig, dass man sich beim ersten Symptom sofort testen lässt, Basti. Und zwar im eigenen Interesse und im Interesse von uns allen. Aus Sicht von Mannschaft National sind Test Corona sehr wichtig. Der letzte Test von Mannschaft National von Ukraine war Resultat Test Corona für Schweiz sehr positiv. 3:0 verfeit. Gut, der ist überhaupt nicht sich leben testen lassen, Vladimir. Der Fit zum Schluss ist alles Liedli, sei gefreut eigentlich. Ja, bitte, ich habe mich schon darauf gefreut, Peach Weber. Test, you have house arrest. And you did stay at home. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterdecker. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch. Ist gut, Peach Weber ist gut. Nein, ist gut, danke.